Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 22 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Und ja, am Dienstag, Freunde, am Dienstag gibt es den letzten Livestream zum Group Stage Challengers Event, Freunde, weil das gute Event endet ja nächste Woche Donnerstag. Und genau, da gibt es dann ja am Dienstag den letzten Stream dazu zu dem Event. Wir werden nochmal ein schönes Pack-Opening machen. Wir werden uns noch 103er abholen. Das wird auch nochmal eine wilde Sache. Den können wir nochmal schön verkaufen. Also wird wieder geil. Auch Spielerkiste werden wir öffnen. Ich werde dann wahrscheinlich auch in der Woche zweimal wieder streamen, Freunde. Und zwar dann halt auch am Donnerstag zum neuen Event. Und zwar zum WM-Modus-Event. Dann kommt ja der, also was heißt WM-Modus-Event? Dann kommt das WM-Event. Betiteln wir es mal so. Da werde ich dann auch wieder live gehen, Freunde, wieder 19.30 Uhr und streamen wir dann zusammen in die Aktualisierung rein. Habe ich auf jeden Fall Bock. Also, Freunde, nächste Woche wieder zwei Streams. Könnt ihr schon mal drauf freuen, könnt ihr schon mal ja euch merken im Kalender. Einmal Dienstag 19.30 Uhr und Donnerstag 19.30 Uhr. Also, ja, wird auf jeden Fall geil. Freunde, ja. Mit was fange ich eigentlich an? Es gibt ordentlich was zu erzählen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal da an, Freunde, dass endlich Gold Nummer 2 da ist, und zwar Cristiano Ronaldo, Freunde. Cristiano Ronaldo ist jetzt verfügbar in FIFA Mobile. Im Shop kann man ihn ziehen oder halt auf dem Markt kaufen, so wie ich es unter anderem tun werde. Ich werde mir nicht wahrscheinlich... Komm, Freunde, ich werde vielleicht die ersten 3 Packs öffnen. Komm, wir machen morgen ein Ronaldo-Pack-Opening. Ich öffne die ersten 3 und dann werden wir sehen, ob ich ihn ziehe. Ich sag euch direkt, ich werde ihn nicht ziehen, aber komm, ich mach's für den Content. Also wenn ich ihn wirklich ziehe, nein, so darf ich erst gar nicht denken, Freunde. Weil diese Packs sind eigentlich der größte Scam, den es gibt. Ja, vor allem aus den ersten 3 Packs da zu ziehen. Beim dritten Pack ist eine Wahrscheinlichkeit von 3%. Ja, den werde ich nicht ziehen, ich mach's trotzdem, Freunde. Werde ich ihn nicht ziehen wahrscheinlich, wie gesagt, und dann muss ich ihn mir halt vom Markt kaufen, ne? Weil unter anderem, Freunde, ich möchte Ronaldo spielen, das ist mein Plan. Messi kommt leider wieder raus. Ich habe mich für Ronaldo entschieden, weil er halt eben, ja, ich mag Ronaldo persönlich ein bisschen mehr als Messi. Jetzt an alle Messi-Fans, sorry, Messi ist auch ein richtig geiler Spieler, keine Frage, aber ich bin eher ein bisschen zu Ronaldo geneigt und die Stats sind halt auch ein bisschen besser. Und er hat halt 105, von daher stelle ich mir einen Ronaldo wieder rein. Ich hatte ihn schon damals lange Zeit, den U-Tots. Und deswegen möchte ich ihn mir gerne kaufen, aber gut. Ja, ist die Frage, wie wird er sich preistechnisch einordnen? Wahrscheinlich um die 100 Millionen, kann ich mir gut vorstellen. 80 Millionen vielleicht. Mal gucken, wenn ich vielleicht einen 103er verkaufen kann für 18 Millionen. Dann mal Messi für 18 Millionen. Obwohl, Messi geht es aktuell noch nicht raus, also wird wieder sinken. Kritisch, Freunde, was ist eigentlich mit den ganzen hier? Die gehen nicht raus, ne? Kritisch, Freunde. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Ja, die Coins muss ich irgendwie auftreiben, weil ich möchte so gerne Ronaldo spielen. Zweite wichtige Info, und die ist sogar richtig geil. Also eine richtig geile Info. Wir werden wahrscheinlich ein gratis Icon bekommen. Und zwar Beckham. Ich blende euch mal hier ein Bild ein. Das soll wohl auch schon bestätigt sein, soll feststehen, weil es halt offiziell von EA auf Instagram, ja, es war so eine Werbung oder so, keine Ahnung, veröffentlicht wurde als Werbung. Und es gibt auch schon die ersten Bilder zu Beckham, seine Stats unter anderem, seht ihr hier alle in Bilder eingeblendet. Dass wir da eine gratis Icon bekommen werden. Und bin ich mal gespannt, wann der reinkommen wird. 99er Beckham ZM für mein Team eher uninteressant, aber ich finde das Icon Card Design sieht auch richtig geil aus. Das ist dann die erste Icon im neuen Design, glaube ich. Finde ich eigentlich schon nice. Wie gesagt, wird wahrscheinlich bei mir im Verein rumschimmeln, aber an sich die Idee ganz nice von EA. Eine kostenlose Icon nimmt man eigentlich immer mit, Freunde. Oder eine kostenlose Icon nimmt man doch eigentlich immer mit. Ich denke mal, die meisten von euch vielleicht da draußen können ihn gut gebrauchen. 99er, wie gesagt, wird er haben. Die Stats habt ihr ja gesehen, sind eigentlich auch ganz okay. 5ZM, aber halt wie gesagt, ich habe dann Skulls, der ist nochmal ein Ticken besser, und Cahill ist da auch nochmal ein bisschen besser. Aber ansonsten eine solide Karte, so kann man sagen. Wir können uns jetzt noch einen Spieler abholen, Freunde. Und zwar hier im Pass einmal den guten, ja, was ist, wie wird es jetzt ausgesprochen? Shankland? Keine Ahnung.
Schauen wir einfach mal ab. 95er UECL. Hier wieder mit der neuen Pack-Animation. Ich finde die ja irgendwie richtig geil. Die sieht so richtig leuchtend aus. Also richtig strahlend. Nicht so wie die alte. Da ist er, 95er. Eigentlich nichts Besonderes. Der wird wahrscheinlich auch nicht rausgehen. So wie ich mir das Ganze jetzt vorstelle. Was hatte der nochmal? Ich habe schon vergessen. Alternative 395. Gucken. Ja, war klar. Der wird noch ein bisschen sinken. Freunde, wir werden natürlich auch im Stream dann wieder mal den WM-Modus spielen. Legendär habe ich vor, mit euch zu zocken. Werden wir wahrscheinlich dann mit Brasilien machen, weil für mich eigentlich Brasilien, gut, Frankreich, Brasilien kann man sich streiten, aber ich bin eher Team Brasilien. Das ist die für mich die stärkste Mannschaft hier in dem diesen WM-Modus, finde ich jetzt auch von den Auswärtsspielern her. Damit wir auch hier ein bisschen nochmal bei der Quest vorankommen. Ich habe hier ein bisschen privat noch durchgezockt. Ja, wir müssen halt jetzt hier noch einmal. Ich habe überall 1 und 3, ne? Gewinnen den FIFA World Cup Trainer mit einem 3,5-Team und gering. Okay, das mache ich dann selber mit Katar wahrscheinlich nochmal. Erreiche das Halbfinale. Okay, das können wir zum Beispiel machen mit Brasilien. Und das hier unten können wir auch machen mit Brasilien. Könnten wir 2 auf 1 machen im Stream. Hätte ich Bock drauf, Freunde. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich habe jetzt insgesamt 920 Stadion-Tickets. Ich bin auf jeden Fall gehypt. Ja, auf was es sich da, also was sich dahinter verbirgt, dann in einer Woche, genau heute in einer Woche kommt es ja raus. Oder warte mal, bin ich jetzt komplett verloren? Doch, oder? Das ist doch so. 17. November, ja doch, ist richtig. Ich war gerade irgendwie komplett verstrahlt, keine Ahnung. Ja, wird auf jeden Fall eine geile Sache, Freunde. Wird auf jeden Fall eine geile Sache. Ich würde sagen, das gewesen sein mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst kein Like, lasst kein Abo da. Dann sehen wir uns morgen in alter Frische wieder vorne zum Ronaldo-Pack-Opening. Also seid auch unbedingt am Start. Macht's gut, bis morgen, haut rein und ciao.